Grüß euch miteinander. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid bei weiteren Ausgabe beim Vollkocher. Wir machen uns heute einen leckeren Zwetschgenstreuselkuchen, beziehungsweise wie man bei mir daheim sagt, einen Zwetschgendatschi. Und wie das funktioniert und wie das geht, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Bleibt dort. Meine Zutaten bzw. meine Mise en Place, das habe ich mir vor dem Video schon wieder alles ausgewogen und hergerichtet. Meine Zwetschgen, die habe ich auch im Vorhinein entsteint, dass wir dann gleich knackig weiter und zügig weiterarbeiten können. Und werde euch jetzt Schritt für Schritt zeigen, was zu machen ist. Es ist wirklich nichts dabei, haltet euch an die einzelnen Schritte und dann kann auch gar nichts mehr schief gehen. Das komplette Rezept und die Mengenangaben, das ihr für ein Blech Zwetschgendatschi braucht, das werde ich unten in der Videobeschreibung ganz genau angeben. Könnt ihr auch da auch ruhig einmal reinschauen. Damit euch der Tag schnell anspringt, sollten eure Zutaten alle temperiert sein. Das fängt schon beim Mehl an, wenn ihr euer Mehl in der Speise draußen habt und es ist relativ kalt, dann solltet ihr das eine Stunde, eineinhalb Stunden vorher einholen, damit das auf Zimmertemperatur warm werden kann. Das gleiche gilt dann auch für die Eier. Die Eier, die nehmt ihr euch auch zwei Stunden vorher aus dem Kühlschrank, damit die Eier auch zimmerwarm sind. Wer vergisst, die Eier aus dem Kühlschrank zu nehmen, der kann das auch noch ganz kurz ins warme Wasser werfen. Geht genauso. Die Milch, die tue ich jetzt hat, so auf 30, 32 Grad, tue ich mir die Milch erwärmen. Umso schneller geht mir der Tag auf und ich habe hinterher nicht ganz so lang zum Warten, bis mir der Tag dann aufgeht. Das gleiche für den Butter. Ihr solltet den Butter, wie ich das jetzt gemacht habe, in kleine Würfel schneiden oder ihr nehmt ihn dann auch zeitnah aus der Kühlung oder aus dem Kühlschrank raus und habt dann da den Vorteil, dass sich der geschnittene Butter oder der temperierte Butter in dem Tag viel, viel schöner verteilen lässt. Für meinen Tag habe ich 350 Gramm Mehl, 2 Eier, 120 Gramm warme temperierte Milch, 14 Gramm Hefe, 40 Gramm Butter, 3 bis 4 Gramm Salz, ein bisschen an Rum, ein bisschen an Zitrone. Und aus den Komponenten, aus den Zutaten werden wir jetzt unseren Tag bereiten. Ich würde sagen, alle Komponenten für den Tag, die schmeißen wir uns jetzt gleich einmal in die Küchenmaschine. Mehl und Zucker sind drin. Die temperierte Milch geben wir mit dazu. Die zwei temperierten Eier kommen mit dazu. Ein bisschen Salz. Das Salz solltet ihr fernhalten von der Hefe, weil die Hefe dann abstirbt. Die Hefe, die da jetzt einfach so einbröseln. Dann der Butter kommt rein und ein bisschen Aroma kommt da mit dazu und ich gebe jetzt da noch ein bisschen an Zitronensaft dazu. Wer hat, der kann natürlich auch gerne ein bisschen an Zitronenabrieb oder an Orangenabrieb mit dazu geben, geht genauso. Alle Komponenten sind drin, ich werde mal langsam einschalten, werde das Ganze so 6-7 Minuten zum geschmeidigen Teig kneten und dann werden wir das Ganze ein bisschen ruhen lassen. Nach ca. 6-7 Minuten sollte euch der Tag ungefähr so ausschauen. Er sollte keine Rillen und Riefen mehr haben, sondern eine ganz glatte Oberfläche mit Spannung und sollte schon fast ausschauen, ja, wie ein Babypopo. Meinen fertigen Tag, den lasse ich jetzt ein bisschen rasten und ruhen in meinem Anschlagkessel drinnen oder in meinem Rührkessel drinnen. Werde auch schon ein bisschen an Volumen zunehmen. Ich habe ihn abgedeckt. Eins könnt ihr euch merken, Germtag und Zugluft, die wären keine Freunde. Euch stirbt der Tag an der Oberfläche ab und er wird unansehnlich. Während unser Tag jetzt da rastet, richten wir uns schon einmal den Streusel her. Für meinen Streusel, der sich in einem Mischungsverhältnis von 1 zu 1 zu 2 verhält. Das heißt, ich habe einen Teil Zucker, einen Teil Butter und zwei Teile Mehl. Das sind jetzt da in meinem Fall
150 Gramm Zucker, 150 Gramm Butter und 300 Gramm Weizenmehl. Des Weiteren gebe ich noch ein ganz kleines bisschen selber gemachten Vanillezucker mit dazu. Um den Streusel zu mischen, habe ich mir da jetzt eine Schüssel hergeben. Da gebe ich mir das Mehl rein, den Zucker rein, sowie den gewürfelten Butter. Der sollte temperiert sein, dass ihr jetzt den Streusel besser vergreifen könnt. Zur Geschmacksverbesserung gebe ich mir da jetzt meinen selber gemachten Vanillezucker mit dazu und werde das Ganze jetzt mit den Händen einfach vergreifen. Und jetzt vergreift euch einfach, wie gerade schon vorher erwähnt, den Streusel zwischen die Hände. Richtig reiben, dass so kleine Klumpen, so Batzen entstehen. Und dann ist er auch gleich einmal fertig. Der Butter soll dafür jetzt nicht wirklich zu hart sein, weil er tatsächlich wirklich schwer. Deswegen auch alles auf Zimmertemperatur. Während wir uns jetzt da den Streusel hergestellt haben, hat der Tag auch schon richtig Zeit gehabt zu rasten, sich zu entspannen. Der hat auch schon ein kleines bisschen an Volumen zugelegt. Den werden wir uns jetzt ausrollen und auch schon gleich aufs Backblech legen. Der Tag ist schon richtig schön hochgesprungen, schön aufgegangen, der ist schon richtig fluffig. Und den werde ich mir jetzt da auf meiner bemehlten Holzplatte ausrollen. Mein Backblech, das tue ich ein ganz kleines bisschen ölen. Und verstreicht es dann einfach so mit einem Pinsel. Das ist kein Muss, aber wer jetzt bei euch daheim keine von diesen neuen beschichteten Backbleche hat, der läuft Gefahr, dass er der Tag dann da reinbrennt und die Stücke Kuchen gar nicht mehr rausbringt. Das Blech ist jetzt gefettet. Jetzt gebe ich ein kleines bisschen Mehl da drauf, schaut her, und ich verschiebe einfach das Mehl auf dem Blech und habe somit eine bemehlte Fläche und kann da ohne Probleme den Tag drauf geben und bin mir sicher, es brennt nichts ein. Den Tag, den rolle ich mir einfach einmal ganz kurz so auf, das ist bemehlt, da kann nichts passieren, und rolle den Tag einfach auch gleich so wieder ab. Dann gehe ich her und ziehe mir das Ganze, so wie ich das brauche, auf dem Blech praktisch da hinaus. Schauen, dass das alles gleichmäßig ist, dass euch der Tag nicht irgendwo dicker oder dünner ist. Um das Ganze dann im Blech noch ein bisschen in Form zu bringen, ich aber mit dem Rollholz nicht mehr reinkomme, nehme ich einfach eine kleine Flasche und rolle das mit der Flasche nach. Bringe es somit wieder auf die gleiche Stärke. Roll das aus und habe überall ein gleiches Endergebnis. Man muss sich da einfach ein bisschen zu helfen wissen. Es hilft einmal nicht. So, schaut her. Der Tag ist im Blech, schon wunderschön ausgerollt. Den werde ich jetzt noch ganz kurz ein bisschen stupfen, dass er mir keine Blasen wirft. Und dann sind wir auch schon fertig zum Belegen. Da die Zwetschgen gerne mal einen Haufen Flüssigkeit verlieren bei der Hitzeeinwirkung, gebe ich mir da unten eine immer ganz gern ein paar Semmelbrösel. Wenn die Flüssigkeit austritt, wird das von den Semmelbrösel ein wenig gebunden und der Kuchenboden, der weicht mir nicht gleich durch. Und jetzt geht es her und tatsächlich die Zwetschgen dachziegelartig da längs einfach da so aufverlegen. Schaut, dass wirklich keine Lücken mehr habt, dass wirklich der Tag nicht durchscheinen kann. 2 Kilo braucht es ungefähr für ein so ein Haushaltsblech. Das heißt, kauft euch 2 Kilo, wenn das dann entsteint ist, das langt dann ganz genau für ein so ein Haushaltsblech.
So, die Zwetschgen sind jetzt alle auf dem Backblech bzw. auf dem Teig. Jetzt ganz wichtig, der Reifegrad von einer Zwetschgen. Es gibt oft einmal Zwetschgen, die sind recht sauer. Dann müsst ihr das Ganze ein ganz kleines bisschen nachzuckern. Das heißt, ihr gebt euch jetzt da über eure Zwetschgen einfach ein bisschen Haushaltszucker und tat dann einen Streusel drüber. Das werde ich in dem Fall jetzt gleich einmal machen, weil die sind mir wirklich zu sauer. Wie ich gerade erwähnt habe, meine Zwetschgen sind jetzt noch relativ sauer. Ich gebe jetzt mir da ein ganz kleines bisschen Haushaltszucker drüber, um die Säure da schon ein ganz kleines bisschen neutralisieren zu können. Gewürztechnisch passt auf die Zwetschgen jetzt natürlich ganz gut der Zimt. Das heißt, ich werde mir da jetzt noch unter den Streusel schon ein ganz kleines bisschen an Zimt einstreuen, weil es einfach geschmacklich ein wenig ein Booster ist. Theoretisch sind wir jetzt auch schon so weit, dass wir jetzt unseren Streusel über den Kuchen drüber geben können. Schaut, dass überall ein bisschen was dort ist. Wer natürlich gern mehr Streusel hat, der kann sich natürlich da auch ein bisschen mehr Streusel aufgeben. So soll das bei euch jetzt auch ausschauen. Ganz wichtig, bevor es in den Ofen geht, schauen, dass euch der Teig, der Hefeteig unten drin, auch wirklich schön aufgegangen ist. Sonst schaut es unten drin als ein flaches Brett und das ist wirklich nicht angenehm zum Essen. In meinem Fall werde ich jetzt das Blech nur circa eine Viertelstunde heraus stehen lassen. Der Germ oder der Hefeteig, der hat noch Zeit, dass er ein bisschen aufgeht. In der Zwischenzeit schalte ich mir schon einen Ofen ein. Der Ofen ist eingeschalten, geht bei mir jetzt auf 165 Grad, circa eine halbe Stunde in den Ofen. Je nachdem, wer es ein bisschen heller, ein bisschen dunkler haben will, auch je nachdem, wie das Gerät dann auch wirklich reagiert, das ist bei jedem ein bisschen anders, müsst ihr einfach ein bisschen Auge drauf halten. Nach knapp 30 Minuten schaut es her, der Kuchen ist fertig. Jetzt seht ihr, 35 Minuten knapp, der Kuchen ist fertig. Den Kuchen habe ich mal schön portioniert in ein schönes Stückchen. Hab mir dann auch gleich noch ein bisschen Sahne aufgeschlagen. Meine persönliche Vorliebe bei so einem Zwetschgenkuchen ist, dass ich den jetzt nicht gleich am Produktionstag, wenn er noch warm ist, essen tue, sondern ich esse den eigentlich immer erst einen Tag später. Ich bin der Meinung, dass diese Aromen dann viel besser zur Geltung kommen, wenn das alles ein bisschen durchgezogen hat. Allerdings, das ist Ansichtssache, das muss ja jeder halten und machen, wie er will. Ich werde das Ganze jetzt, wie schon gesagt, mit einem Schlag ausgarnieren und dann sind wir schon fertig zum Essen. So, zum Ausgarnieren kommt noch ein schöner Tupfen Sahne drauf. Garniere das Ganze mit ein bisschen Minze und schon ist unser leckerer Nachmittagssnack oder ein Sonntagnachmittagskuchen fertig. Das war jetzt eigentlich ein ungeplantes Video, aber ich glaube, auch wiederum, der Zwetschgenkuchen kann sich sehen lassen. Wer das Ganze mal nachmachen will, wie ich vorher schon mal erwähnt habe, das Rezept und die Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Teilen, liken, abonnieren, wer das nicht schon gemacht hat. Hier und da vielleicht einmal was kommentieren, wenn es euch gefallen hat. Auch einmal eine Kritik oder vielleicht einmal eine Anregung. Da würde mich auch freuen, wenn ich da von euch ein bisschen Feedback kriege. Nichtsdestotrotz, das war's. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt, mit Vollgas beim Vollkocher. Danke, fährt euch! Mhm.